Beispiel diese Obsession für Fleisch. Aber Mori schon. Und darauf mit gestohlenen Gehirnen eine Flotte von tödlichen Panzern zu bestücken. Das muss ich Lilly sagen. Sie wartet unten beim Bootshaus auf mich. Unten? Am Wasser? Oje, beeil dich lieber. So, und damit moin Mittag und guten Abend da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Psychonauts auf der Xbox Series X. Wie immer an dem wunderschönen Montag, meine lieben Freunde da draußen. Ja, ich dachte, wir lassen den Dialog einfach nochmal durchlaufen, ein bisschen Revue verlaufen lassen. Ist ja schon wieder eine Woche her. Und wohin dann geht's auch. Sie bringen, Agent Crawler? Ja, Hallöchen. Ich hab dich auch total vermisst, mein kleines Schneckchen. Okay, so, auf zum Bootshaus. Es ist Zeit zum See zu fahren. Zeit zum See zu fahren. Genau. Ja, wo ist Sir Admiral? Ach, geil. Ich muss diese Stimme unbedingt wegdrücken. So. Oh ja, jetzt ist nachts. Und wir kriegen wieder eine schöne alte Cutscene. Bobby. Oh, oh. Schade, dass sie so leise ist. Ich kann's erklären. Übersinnliche Störung kommt von Coach Oleanders Funkgerät. Er sendet seinen verrückten Plan im Schlaf überall hier im Camp rum. Also entführt er wirklich Kinder und stiehlt ihre Gehirne, um Waffen zu produzieren. Ja, ist das nicht großartig? Was? Was ist daran großartig? Weil das eine hundertprozentige übersinnliche Notlage ist. Und Sascha ist nicht hier, unterwegs in offiziellen Psychonautengeschäften. Und Millers letzte Nachricht besagt dasselbe. Lilly, ein völlig durchgeknallter baut eine Armee übersinnlicher Todespanzer auf, um die Welt zu beherrschen. Und niemand kann ihn aufhalten, außer dir und mir. Oh meine Güte, lass uns knutschen. Was? Sorry, das ist die Aufregung. Seit du da bist, Raz, ist hier einfach so viel mehr los. Düstere Todespläne, verrückte Wissenschaftler, hässliche Monster. Knutschen? Wie konnte ich nur nicht merken, was dieses Lager alles bietet? Wegen dir erscheint mir alles wie neu. Schau mal da, diese Blume. Du meinst wie küssen? Ich meine, jedes Jahr bin ich im Sommer hier und habe noch nie eine so coole Blume gesehen wie die hier. Oh mein Gott. Oh, du Mistvieh. Hey, nimm die Pfoten weg von meinem Freund. Oh. Ja, damit ist meine Freundin wo abgetaucht. Ja, so schnell hat meine Freundin, ne? Rucki zucki. Schnappen wir sie! Ich kann nicht. Ich kann nicht schwimmen. Dann schnapp dir die Tauchkugel unten am Dock. Schnell! Die Flossenspuren sind noch frisch. Kommen Sie mit? Ich weiß nicht, wie man sowas lenkt. Geht nicht. Ich muss auf die anderen Kinder aufpassen. Genau. Wenn sie kein Hirn haben, brauchen sie Aufsicht. Und vielleicht Kühlung. Und wieso weißt du nicht, wie die Tauchkugel funktioniert? Warst du noch nie im Sommerlager? Und jetzt mach hin, bevor das arme Mädchen verdaut wird. Ja, wir beeilen uns. Dann können wir jetzt endlich da langlaufen. Ah, ich bin jetzt nicht so traurig über Bobby, dass er sein Gehirn weg hat. Ich meine, der war vorher schon gehirnlos. Das ist schon okay. Warte mal, warum mache ich mir eigentlich so schwer? Zack. Genau, unsere neue Fähigkeit nehmen. Oh, okay. Mann, kurzer Spaß. Aber erstmal endlich einsammeln. So, Taucherglocke, ich bin da. Muss ich jetzt das ganze Gefährt lenken? Ah. So, da sind wir also unter Wasser. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Ist es so schön. La 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 la. La 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 la. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Lied ging, Freunde. Ah, okay, alles klar. Ich wollte nur testen, ob die wirklich zuschnappen.
das ist immer der Nachteil, ne, wenn du auf diesem Ding drauf bist. What? Habe ich jetzt dafür ein komplettes Leben verloren? Nee, ne? Ich wurde bloß resettet. Die Abdrücke dieses Wesens leuchten noch. Lily muss hier in der Nähe sein. Oh, da ist... Oh. Die Krabbe. Die Abdrücke dieses Wesens leuchten noch. Lily muss hier in der Nähe sein. Ja, weiß ich doch. Ich will doch nur die Dinger hier einsammeln. Ja. Ja, da kann ich nicht. Guck mal da, das sind schon die Hände, die auf mich lauern. Oh, die Hände, sie wollen mich greifen. So. So. Nur mal gucken. Da hoch, ne? Da gehen die Füßchen lang. Kann man hier klettern? Hier durchgehen? Aha, kaputt schlagen. Kaputt schlagen ist immer das Beste. Zack. Ja, das mal, wir nehmen mal lieber unseren. Wow. Okay, ja klar. Ball und Schräglage. Eieiei. Der ist doch nicht so optimal hier dafür, oder? Das hättest du auch mit einem Doppelsprung machen können, Sonnergy. Alte Pappnase. Komm. Oder ein einfacher Sprung reicht auch raus. So, was ist das hier? Kann ich dran ziehen? Nee. Ah ja. Oh Gott, ich rieche einen Gegner. Ach du Scheiße. Mir zu helfen ja doch am besten, wenn, okay, wenn er mich auch verschlingt. Aus, dann passiert dir nichts, Fisch. Mann, wo finde ich da noch freie Stellen, um neue Beulen zu hauen? So, da kommt er, wa? Ach, die Scheiße. Okay, der saugt. Der Penner saugt. Kann ich ihn anzünden? Nein. Aber schießen kann ich. Warte mal, was hat das mit den Fischen hier auf sich? Nee, ich kann noch nicht schießen. Der hat noch keine Schwachstelle. Warte mal, warum macht er die Dinger? Warte mal, ach, ich hab's herausgefunden. Ich muss bestimmt die Dinger hier anzünden, oder? Nee. Nee, irgendwas muss man doch... Wow, der macht ja die Kuppel kleiner. Shit. Hier, die Dinger wollte ich jetzt eigentlich anzünden. Ja, das geht. Ach man, Sonnergy, bist du clever. Aber leider kann man die wieder so schlecht anvisieren. So. Also mit den automatischen Anvisieren, das geht nicht. Das wird immer kleiner. Jetzt ist natürlich Kacke. Also du musst es echt so machen. Zack, aua. Ja, ich habe so einen scheiß Fisch auf dem Kopf. Nein, jetzt habe ich die Kiste kaputt gemacht und das ist schon verbrannt. Also das richtige Timing muss auf jeden Fall abgewartet werden. So, bitteschön. Das gibt auf jeden Fall ein bisschen Sodbrennen. Nee, noch nicht. Ah, verdammt. Nicht anzünden. Warte noch, bis er alles gespuckt hat. So, jetzt. Zack. 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 So, komm. Den da noch. Hat's geklappt? Na? Sodbrennen? Oh, jetzt kommt er rein, wa? Oh, nee. Jetzt habe ich diese blöden Fische auf dem Kopf. Okay, was ist das für eine Sicht? Was soll ich jetzt tun? Moment mal, ist das die Sicht von den Affen? Ja, ja klar, das ist die Sicht von dem Monster. Die sollen einfach woanders hinrennen wahrscheinlich. Oh. Zack, zack.
Nein, ihr blöden Hände, ihr greift mich nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich in den Ballmodus gehen sollte oder so bleiben sollte. Noch finde ich es eigentlich in den Modus vollkommen okay. Aber mal ganz cool aus der Sicht des Gegners quasi zu steuern. Also die eigene Spielfigur. Warte mal, müssen wir da rüber? Ah! Nee, 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 nee. Renn mal weg. Zack, zack. Okay, das ist jetzt unsere neue Arena, ja? Nee, es geht noch weiter. Nix neue Arena. Wah, wah, ah. Warte, umdrehen? Oh Gott, das hat man ja ewig nicht mehr gemacht. Ich glaube, erste Folge haben wir das gemacht, ne? Alter Falter. So, wohin? Da, da, da. Treppe, 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 Treppe. Na, Miesmuschel. Na, nicht so weit. Bloß nicht, sonst greifen mich die Hände. Was ist mit diesen Pflanzen, die hier eigentlich umfallen? Die irgendeine Bewandtnis? Nur wegklatschen kannst du die nicht. Den können wir wegklatschen. Ja, komm her. Dankeschön. So, aber das ist doch jetzt die neue Arena. Komm, die ist doch gut. Ah, ah! Oh, hättest du fast übertrieben. Nur weil du den Fisch klatschen wolltest. So, ja. Komm, weiter. Weiter. Spuck, spuck, spuck. Und anzünden. Anzünden. Alles anzünden. Ah, das schmeckt dir nicht, wa? Warte mal, die Fische hier, die gehen nicht, ne? Die bleiben. Hier, warte, anzünden. Ah. So. Sodbrennen, Alter. Sodbrennen. Aua. Nein, ah. Genau deswegen wollte ich es nicht klatschen. So, angezündet. Komm, nicht, nicht. Jetzt, yes, yes, yes. Ist hier noch irgendwo was? Da ist noch eine Kiste. Scheiße, zu spät. Dann müssen wir noch eine Runde warten. Das wird aber langsam enger und enger. Noch nicht anzünden. Stopp, 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 stopp. So, jetzt. Zack. Zack. So, jetzt alles anzünden. Oh, es geht wieder weiter. Danach sind wir ja schon dann in der magischen dritten Welle. Hier durch? Nee, nicht da durch. Ah, verdammt, das wollte ich noch einsammeln. Aber kommt, ihr müsst zugeben, ne? Durch das Let's Play kriegt man doch jetzt richtig Bock auf den zweiten Teil, oder? Überlegt mal, wie gut dieses Spiel hier ist. Das ist doch Wahnsinn. Und ob das, obwohl das so alt ist. Das ist schon geil, ey. So, das will ich einsammeln. Einsammeln. Ja, sammeln Sie nicht ein? Drecksvieh. Nein, jetzt haben wir den Fisch auf dem Kopf. Wohin? Wohin? Da runter? Wah. Also richtig viel Energie haben wir den noch nicht abgezogen. Ich spüre eine vierte Welle. Hier runter? So. Nein. Scheiß drauf aufs Einsammeln. Diese Pflanzen? Nee, ich wollte gerade sagen, das sind keine Checkpoints, oder? Vielleicht sollen die auch bloß den Weg markieren. Ich habe keine Ahnung. Weil machen tun die ja nichts, außer doof umfallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, und daneben gesprungen. Oh, habe ich Glück gehabt. Habe ich Glück gehabt. Dass es sich da noch festgehalten hat von der anderen Seite. Oh, das sieht aus wie... Ich soll den Ball nehmen. Okay.
Nee, jetzt muss ich aber vom Ball weg. Das sieht aus wie Rutschpartie. Ja. Sehr gut. Und Arena? Ja. Wait. Der Affe kommt hier rein. Nee, das geht noch nicht. Nee. Stampfattacke vielleicht? Nee. Auch nicht. Okay, warte mal. Was will er? Was kann er? Nee, entflammen geht nicht. Da, warte mal. Jetzt hat er das gegriffen. Aha, okay, zu den Muschellocken. Alles klar. Aber, ja, ist ja gut. Was? Mensch. Aua, ja. Wann muss er denn das greifen? Wenn ich direkt hier drauf stehe? Jetzt, ja. Aber ich glaube, wir werden ein Leben mehr mal verlieren, wenn wir so weitermachen. Scheiße, ich habe das Ding ausgelöst, ne? Ah! Ah, ja. Ein Leben verlieren wir. Und ich habe gerade gesehen, wir haben nur zwei. What? Hat er gerade wieder mehr Energie bekommen, der Arsch? So. Okay, da brauchen wir also gar nicht so viel abhauen. Ja, runter, runter, runter. Sehr schön. So, komm mit. Direkt hier drüben an die Muschel. Und ran. So. Das arme kleine Ding hat gerade auf 8 verschiedene Arten versucht, mich umzubringen. Nun, das ist nicht seine Schuld. Das war mal ein ganz normaler, friedlicher Lungenfisch. In einer schleimigen Luftblase, unter einem halb ausgetrockneten See. Aber allem Anschein nach hat ihn Mori zu bösartigen Zwecken mutiert, sein Wachstum beschleunigt und ihm ein Gehirnimplantat eingesetzt. Puh. Armes kleines Ding. Ja, geh da rein und zerstöre das Implantat. Benutze das Psychoportal, das du aus Saschas Labor geklaut hast. Oh, ja. Funktioniert das auch bei großen, schrecklichen Monstern? Von wegen Monster. Das Ding hat mehr Angst vor dir als du vor ihm. Und jetzt rein da. Ja, ist ja gut. Okay, jetzt heißt, was soll ich jetzt drücken? Puh. Puh. Armes kleines Ding. Von hinten? Das klang jetzt irgendwie komisch. Wie gehe ich? Warte mal. Ich bin verwirrt. Klatschen? Matschen? Flatschen? Lass mich rein, Mann! Armes kleines Ding. Warte mal, gibt's sie überhaupt noch? Warte mal, bevor wir jetzt ganz kurz weitergehen. In den Level gibt's aber nichts mehr zu holen, oder? Aber wie komme ich denn da rein? Ach, ich habe schon wieder vergessen. Ja, liebe Freunde. Ey, Leute, wir haben bis jetzt erst einmal diese Dinger verwendet. Wo waren das? Wo stand denn das? Option, speichern, laden, Team? Nein. Nein. Hier, oder? Nee, das war diese Zeitung. Das waren diese Sammelsachen. Hä? Wir hatten doch diese Gegenstände gehabt. Wisst ihr dann noch, wie diesen Schlüssel? Oh, wie mich diese Fische abfacken, ne? Diese kleinen, hässlichen Drecksfische. Könnte ich die erstmal wegmachen? Die gehen mir auf den Sack. Genauso wie die Krabben. So. Okay, Sonnenschi, mach dir Gedanken. Wie kommen wir in diesen Fisch rein? 2 Tasten drücken, 3 Tasten drücken, die Taste gedrückt. Die geht nicht. Ah ja, da haben wir's. Ja, nu? Hau ab, du blöde Krabbe. Nochmal.
Also ich drücke auf das Psychoportal. Das ist ja die Karte. Und es passiert nichts. Hinten? Ich mach nochmal hinten. Da muss ich doch irgendwo platzieren, der. Habe ich sie in der Hand? Ich hab's in der Hand, ne? So. Jetzt aber. Saug mich ein. Metropolis. Stopp! Ach Gott, sind Sie die Süß. Guten Morgen, werte Dame. Gleichfalls, Wachtmeister Lingli. Wie geht es denn so? Oh, feucht und fröhlich, keine Klagen. Und was machen Sie und der Kleine an diesem wunderschönen Tag? Oh, wir folgen dem Gesetz, wie immer. Jedem Paragraphen, buchstabengetreu. Ah, gut zu hören. Von uns ist schließlich keiner Ärger. Oh Mann, ich bin Godzilla. Das gefällt mir. Oh, die kleinen Fischis. Sag, hier wird einfach alles weggeklatscht hier. Ich mach die ganze Stadt zunichte. Oh. Kann ich das in Flammen setzen? Leider nicht, dann schieß ich's weg. Freiheit! 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 Oh ja! Und jetzt bringt ihr mich an diesen Toren vorbei? Richtig. Wir haben Kochamara dieses Schutzschildmodul geklaut. Uns ist es zu groß, aber dir müsste es eigentlich passen. Yes, Baby! Nächste Abzeichen! Schutzschild! Geil! Das ist die Frage, was nimmt man jetzt stattdessen weg, ne? Ich glaube, das Feuer, wenn man es eh erstmal nicht braucht, ne? Schießen braucht man in der Regel ein bisschen mehr. Hey, werden dann Kochamara und eure willenlosen Nachbarn nicht böse? Nee, glaube ich nicht. Och, nee. Also, erst das Gefängnis einreißen und dann dieses Laserschild-Dings brechen. Und das stört keinen, der auf die Idee kommen könnte, auf mich zu schießen? Nö. Naja, einen vielleicht. Aber was ist die ganze Marine von Lungenfisch City gegen die Macht und den Eifer von Brellogor? Wie? Welche Marine? Wir treffen uns am Damm, Brellogor. Für die Freiheit! Herrlich. Setze dein geistiges Schild ein, um dich vor Schaden zu schützen und vor manchen Angriffen auf die Gegner zurückzuwerfen. Okay, Hinweis, du kannst ein geistiges Schild nicht ewig aufrechterhalten. Wenn es zusammenbricht, ist dieser Teil deines Verstandes erschöpft und es dauert eine Weile, bis es sie wieder auflädt. Bla bla bla. Kennt man ja. So. Auswählen. Wo ist das Schild? Das hier. Und das machen wir mal auf da oben. Statt Feuer. So, okay, prima. Hey, Brellogor. Hier unten. Entschuldigung. Sprichst du mit mir? Meine Ohren. Sorry. Oh mein Gott. Bist du okay? Er ist tot. Oh je, das tut mir leid. Kein Problem. Der Widerstand ist jederzeit bereit, im Kampf gegen Kochamaras Tyrannei zu sterben. Was ist Kochamara? Ein Riesenmonster wie du, Brillogor. Oh nein. Er hat alle Bewohner von Lungenfisch City willenlos gemacht und versklavt. Das stinkt. Aber hey, habt ihr vielleicht noch andere Menschen hier gesehen? Ich suche ein Mädchen namens Lily. Die Regierungsarchive könnten Informationen über deine junge Freundin enthalten, Brillogor. Meine Freundin? Ich weiß nicht, ob sie wirklich meine Freundin ist. Ich meinte ja nur, dass sie ein Freund und weiblich ist. Um an die Archive zu kommen, müssen wir erst den Funkturm vernichten, mit dem Kochamara uns alle kontrolliert. Gut, ich werde mich darum kümmern. Warte, Brillogor. Um den Turm zu erreichen, musst du erst eine Laserwand. Ich bin Psychozilla. Aber das wird dir nicht gelingen ohne unsere Hilfe. Und wann habt ihr vor, mit dem Helfen anzufangen? Zuerst musst du etwas für unseren Widerstand tun. Schlag ein Loch in das Gefängnis und befreie meine Kameraden. Ja, mach ich doch schon, Mensch. Kochamara, rett uns! Warte mal, das ist doch schon. Oder ist hier noch eins?
Stufenaufstieg! Oh nein, Breaking News. Die friedliche Stadt Lungenfisch City wird seit heute Abend von einem schrecklichen Riesenmonster angegriffen, das die entsetzten Bürger Brillogor getauft haben. Die Marine hat entschlossen reagiert und ihre gesamte Panzerdivision in Marsch gesetzt, um das Wesen auszuschalten. Ach, das klingt Kram hier. Bekannt gaben, soll sich die Lage bald wieder normalisieren. Kindesentführungen sind gut. Hier braucht's einen Sporttaschenanhänger. Ja. Hilfe! Ja. Sehe ich denn auch, wenn die Panzer schießen, damit ich rechtzeitig das Schild machen kann? Moment! Das ja, sehe ich. Also die kommen ganz entspannt, die Dinger. Au. Ja. Hups. Ich wollte direkt das Schild machen, aber... Direkt wegklatschen hier. Das ist ein Tunnel, ne? Ja. Nix mit kaputt mache. Ich merke gerade, wenn ich hier mal... Uah! Okay, in der Luft kann ich es nicht machen, das Schild. Okay. Glaub nicht, dass das funktioniert. Oh, schade. Au, 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 au. Man braucht echt wieder eine Weile, um das Schild... Das hat wieder so eine schöne Input-Lag-Zeit. Bis man das aktiviert. Ja, das war damals grafisches Höchstniveau, so ein Energieschild. Das braucht natürlich eine Weile, bis man das anmachen kann. Oh, mein Händchen reicht echt weit, ne? Daneben geballert. Ich mache erstmal alles platt. Erstmal mache ich alles platt. Lala. Was steht denn da eigentlich auf diesem... Da stand doch gerade die ganze Zeit was. Habt ihr das gesehen? Kam doch eine Einblendung. Ich komme nicht da hoch. Na doch, warte mal. Mit Ruhe und Geduld. So. Ach so, Panzer aufnehmen, ne? Stell da. Aber immer nur ganz kurz. Nee, geht nicht mehr. Also steht zwar noch da, aber man kann ihn nicht aufheben. So, mein Gott. Hör doch mal auf zu ballern hier. Was? Oh, da brauchen wir aber viele Schüsse. Sehr schön eingesammelt. Ich mach alles platt. Hier brauchst du einen Sporttaschenanhänger. Ja, wenn ich dann Anhängerchen finden würde. Mittlerweile sind diese Anhängerchen gut versteckt. Kann ich ins Wasser hier oder? Okay, das stört ihn diesmal nicht, wenn wir groß sind. Das ist doch schon mal gut. Das würde ich gerne noch haben wollen. Dann gucken wir mal hier noch in die City. Vielleicht ist hier ein Anhängerchen. Was ist da hinten? Oh, oh. Okay. Yep. Da sollten wir nicht lang gehen. Zumindest noch nicht. So, komm, einsammeln, einsammeln. Zack. Und da wieder Breaking News. Nun, für Brillogor wird die Sache langsam peinlich. Jüngsten Informationen zufolge hat sich das einst furchterregende Monster nun mit gewöhnlichen Kriminellen verbündet. Am frühen Abend hat Brillogor ein paar Kumpanen aus dem Knast befreit, um mit ihnen eine draufzumachen, Pillen einzuwerfen und sich mit billigen Mädchen zu vergnügen. Aber jetzt Ach ja? ist der Katzenjammer groß. Denn unsere Armee setzt nun ihre brandneue Hightech-Wunderwaffe ein. Ach, LKWs mit Hyperelektrizität. Während der Kindesentführung das Gehirn nicht beschädigen. Eieieiei. Okay, au, au. Ja, ich wollte das Schild machen, aber wie gesagt, das dauert eine Weile. Okay, man kann sich hinter den... Wow, ich kann da hochklettern an den Gebäuden? Ja, wie geil ist das? Au, au. Okay.
Warte mal, die kann ich auch gar nicht kaputt machen, ne? Das sind dann einfach zum... Ey, das ist ja doof. Wie lange geht denn diese Scheiße, warte? Zielt das noch auf mich? Jetzt Attacke. Wegklatschen. Also im richtigen Moment. Warum haben wir denn nur zwei Leben? Das gefällt mir gar nicht, ne? Da kommt bestimmt gleich wieder so ein Elektropanzer, wenn hier so ein Haus ist, wo man sich verstecken kann. Kann ich hier hochklettern wieder? Jawohl. Ich bin Zilla! Boom! Tichu-Zilla! Was nochmal? Breaking News? Zerstörung und Terror. Die riesige Kinder. Oh, das ist der Anhänger. Sieht eine blutige Spur der Verwüstung durch unsere hilflose Stadt. Unsere edle, freiwilligen Marine ist entsetzt von der gefühllosen Zerstörungswut, die dieses finstere, perverse, nur als Brillogor bekannte Geschöpf an den Tag legt. Auch wenn ihr Gewalt in jeder Form zuwider ist, sieht sich die Marine gezwungen, ihre garantiert hundertprozentig monstersicheren Anti-Monster-Geschütze aufzufahren. Lasst euch beim Kinderstehlen nicht erwischen. So, die werde ich dann bestimmt zurückschleudern können. Weil dann haben wir quasi alles schon mal... Komm. Au! Oh, der schießt aber schnell. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Nee, okay, nicht. Au! Nee, ich konnte nicht. Also man kann leider nicht so schnell das Schild wieder aktivieren. Nur noch ein Leben. Was passiert denn dann, wenn ich dann alle weg habe? Dann muss ich komplett von vorne anfangen. Das wäre ein bisschen uncool. Will ich aber erstmal den Dings mir schnappen. So, den bringen wir mal kurz weg. Mann, hör doch mal auf hier, du Affenpanzer. Nächste, der mich hier beballert. What? Ich dachte, ich habe euch vorhin alle zerstört. Seid ihr jetzt wieder alle gespawnt? Ja, da weinst du da hinten, ne? Bitteschön. Wie jetzt? Ich habe doch gerade eingesammelt. Bin ich bescheuert? Hä? Ich hab doch gerade den... Bin ich doof? Das verstehe ich jetzt nicht. Tut mir leid. Entweder ist hier noch eine andere Sporttasche. So, vorbei damit. Brillogor, was machst du denn hier unten? Ich will an diesen Kuchamara-Turm ran, damit ich ihn kaputt machen kann. Der Lasertunnel Brillogor. Dort müssen wir durch, sonst erreichen wir Kuchamaras Insel nie. Ja. Aber ich dachte... Im Team gibt es kein Ich, Brillogor. Ja, aber in Vorsicht. Also pass schön auf. Ich kümmere mich um euren Lasertunnel, aber dann reden wir mal drüber, wer diese Revolution anführt. Okay, ich werde schon wieder beballert. Ah, scheiße. Och, Gott sei Dank. So, jetzt hört's auf, ne? Scheiße. So, ist halt doof, dass er da mal automatisch hochklettern will. Nein. Gut. Bringen meine Schüsse gegen das Vieh überhaupt was? Mann, ich will nicht da klettern. Ja, bring was. Okay. Hat jetzt erst nicht das Gefühl gehabt. Schön drauf stampfen. Oh, tut mir leid.
Oh, mh. Ja, Entschuldigung. Ah, sorry. Jetzt haben manche euch... Au, au, au. Was war das für ein Elektroschuss? Alter, 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 warte mal. Was ist denn jetzt hier los? Warte mal, aber der Tunnel, da war doch hier dieses Elektro. Au. Glaub nicht, dass das funktioniert. Das kommt in unregelmäßigen Abständen. Wir müssen gleich nochmal gucken. Ich werde mal kurz den Panzer hier hinter mir wegmachen. Wo ist denn der? Da. Ich will mal zu nah ran, weil ich denke, dass meine Reichweite nicht groß genug ist. Was eigentlich Quatsch ist. Kriege ich irgendwo noch Leben her, wenn ich die kleinen Dinger jetzt zermansche? Ich hasse dich, Brillogor! Ja, es tut mir leid. Der weint immer noch, ne? Der kleine Scheiße. Ach, da oben ist es. Und dann war das nur ein Trugbild, was ich von uns eingesammelt hatte. Hab ich schon gewundert. So. Ah, nee! Leben! Also noch viel wichtiger. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, das ist mir noch alles zu wenig. So, Psychozilla ist unterwegs, nicht Brillebohrer. Ich bin Psychozilla, Mann. Ah, ich kann euch auch klatschen. Geil. Geil. Flatsch, 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 flatsch. Warum versetzt die Marine ihm keinen Sturmschlag? So, wie kommen wir jetzt durch diesen Tunnel? Jetzt müssen wir erstmal überlegen. Ah, so. Wow. Alter. Das Problem ist, man kann halt echt nicht so schnell dieses Dreckschutzschild anmachen. Ach, guck mal da. Da ist der Anhängerchen. Ja, den bringen wir natürlich zurück. Den bringe ich natürlich zurück. Schade, dass ich aber in der Größe nicht meine Ballform machen kann. Vor allem, wie sie Panzer jetzt hier wieder zurückkommen, nur weil ich der Tasche helfen will, ganz ehrlich. Ihr seid doch scheiße. So, bitteschön, mein Freund. So bin ich zu dir, wie eine Mutti. Und tschüss. Ich liebe es, groß zu sein. Aber stellt euch das jetzt mal vor, solche Level dann wieder jetzt mit fetter neuer Grafik. Das wäre schon geil, ne? Da hat man doch echt Bock drauf. Aber ich bin echt gespannt, was an Ideen im zweiten Teil drin stecken werden. Oh, wow. Die ist aber schon sehr haarscharf an mir vorbeigeknallt. Ich mache alles kaputt. Zack. Monsternummer. Ist das alles, was uns eingefallen ist? Wir hatten nicht viel Zeit und er ist gut im Kaputtmachen. So toll war das nun auch nicht. Aber los, hauen wir hier ab. Hey, gern geschehen. Nehmt sie mir nicht übel, Brillogor. Er hat lange im Gefängnis gesessen. Er ist der einzige Pilot, den der Widerstand hat. Und er hat einen tollen Plan. Wir treffen uns am Damm, dann setzen wir ihn in die Tat um. Okay. Eieiei, da sehe ich auf jeden Fall wieder ein paar Gebäude zum Verstecken. Eieiei. Das wird nochmal lustig werden. Das nochmal eine Tasche, die weint. Oh nein, ich kann traurige Taschen nicht sehen. Bitteschön. Also hatte ich doch eins eingesammelt. Mann. Ja, bitteschön. Mit dem Luftschiff über den Damm gelangt. Okay. Warte mal, hier lang? Warte mal, wo ist denn jetzt?
Ja doch, wir müssen wieder zurück, ne? Und, was wartet jetzt auf mich? Soll ich schon mal das Schutzschild aktivieren? Ja! Das ist hier so ein Spinnennetz. Ja, die können wir leider noch nicht wegmachen. Ah, das ist natürlich kacke. Genau im Sprung. Affe. Kriege ich auch mal irgendwo Energie her? Das wäre schon geil. Wir rennen hier nur mit einer Energie rum, dann verlieren wir wieder ein Leben. Das ist doch scheiße. Ha, du siehst, unser Plan ist genial, Brellogor. Zuerst drucken wir Flugblätter. Dann werfen wir sie aus der Luft überall über der Stadt ab. Und schon 6 Monate später haben wir die Einwohner von Lungenfisch City überzeugt. Ah ja. 6 Monate? Wenn dir unser Plan nicht passt, schlag einen besseren vor. Ja, es gibt viel zu tun. Bevor die Woche um ist, müssen wir das Papier auswählen und einen preiswerten Drucker finden. Ach, oh Mann, ey. Hast du schon einen besseren Plan als den mit den Flugblättern? Ja, er heißt Brillogor gegen Belohnung ausliefern. Vorsicht, wir haben kein zweites... Hey! Hast du schon einen besseren Plan als den mit den Flugblättern? Ja, er heißt Brillogor gegen Belohnung ausliefern. Was soll ich jetzt machen? Hier so eine Stampfattacke? Nee, okay. Sah jetzt für mich auf den ersten Blick so aus. Wir haben jetzt aber auch nichts, was man hier einsetzen könnte. Warte mal, was mit Speck essen? Was macht der? Speck? Hey, wie es aussieht, bist du für eine weitere Psi-Kraft bereit. Bist du bereit, dir dein neues Abzeichen abzuholen? Wait. Gehe ich dann raus aus dem Level? Nein, noch nicht. Also gut. Agentur Crawler, haben Sie ein Rat zur Lage parat? Ja, komm, mach mal. Agent Crawler, haben Sie ein Rat zur derzeitigen Lage parat? Wir brauchen jemanden, der das Luftschiff für uns sicher über den Damm steuern kann. Okay, danke. Sonst gibt es nichts weiter zu berichten. Crawler, Ende! Race hat den Gegenstand in seinen Rucksack gesteckt, um nachzusehen, was er im Rucksack hat und welche Abzeichen er besitzt, drücke bla bla bla. Wait, der Speck ist dann also für eine neue Zielkraft? Hey Leute, da kommt Conchamara! Es ist Trilogon. Ach! Lauft! Also wir müssen wieder jemanden suchen. Aber wo finden wir denn noch jemanden? Also wenn ich da alle Matsch laufe, weiß ich nicht, ob das zum Ziel führt. Vielleicht nochmal komplett hier lang? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nichts kann ihn aufhalten! Euch lasse ich am Leben. Und den nicht. Der muss weg. Nee, hier ist nichts. Nee. Hä? Damals hatte ja das Spiel ein bisschen Kritik bekommen, dass es so wenig erklärt, was man als nächstes machen muss. Ich finde, bis jetzt hält sich noch in Grenzen. Wir suchen zwar gerade jetzt hier ein bisschen, aber ich sag mal so, es ist ja noch überschaubar. Wobei, erinnert euch an Folge 2. Da hatten wir ja dann doch sehr lange gesucht gehabt. Warte mal, wir gucken nochmal hier hinten. Vielleicht nochmal das eine Gebäude da zerschlagen. Ich meine, zerschlagen ist immer wichtig und gut. Nope. Da ist nix, da ist nix. Da sind nur Steine. Hä? Wer läuft denn da hinten? Schatzkammer. Belagerung von Lungenfisch City. Cool. Och, die Kleinen. Och, guck mal, ganz friedlich. Ja! Was? Halt, zu weit. Ich bin's, euer Herrscher. Jetzt verrichtet Arbeit für mich und baut mir eine City. Ja, guck mal, und dann ging das los hier, ne?
Vorher war alles gut und schön und dann kamen die ganzen Probleme. Ja, so ist das nun mal. Gibt es eine Führungskraft, wird es auch immer etwas... Warum leuchtet überhaupt dieser Professor-Typ die ganze... Hat er nur hier geleuchtet? Ist das ein unregelmäßiger Abstände. Was muss irgendwas bedeuten? Oder müssen wir doch diesen Speck verwenden? Glaub nicht, dass das funktioniert. Warum versetzt die Marine ihn keinen Stromschlag? Ich meine, wir haben jetzt das ganze Level abgelaufen. Und hier ist nichts. Hier kann man nicht durch. Nur damit wir das auch schon mal getestet haben. Da ist der Damm. Beim Damm kann ich nichts anvisieren. Ich kann höchstens mal hier versuchen, diese Schräge hochzulatschen. Nein. Oh nein. Oh nein. Hast du schon einen besseren Plan als den mit den Flugblättern? Ja, er heißt Brillogor gegen Belohnung auslegen. Hey, was ist denn da oben? Lass den Quatsch. Aha. Warte mal. Ich laufe einfach mal so rüber. Oh, geil hier, ne? Da merkt man gleich, dass ich vom Zirkus komme. Ja, mit dem Luftschiff über den Dampfer lang. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. So, dann gehen wir noch schnell dahinter. Der, was? Die Wolkenkratzerinsel? Bad, bla bla bla. Jo, da weint wieder eine Tasche. Alles gut, hier, bitteschön. Und ich sehe ein Leben. Oh mein Gott, yes. Na? Wieso komme ich da nicht hoch? Muss ich erst auf diese Zwischenstufe? Ah, perfekt. Haben wir zumindest erstmal wieder drei Stück. So, und jetzt müssen wir mal gucken hier. Jetzt wird es bestimmt nochmal gefährlich. Jetzt wird's härter. Nee, jetzt wird's gefährlich. Und es kommt noch härter. Keine Ahnung. Bam. Yeah, komm, Psychozilla. Leben. Ja, hier muss ich unbedingt was wegklatschen, damit ich hier Leben kriege. Leben und Hülle und Fülle. Komm her. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Guck mal, weil da schon ballert. Das Schiff ballert. Au. Leider kann ich wieder nicht das anvisieren, was ich will. Ach, oh, oh süß. Nur einmal treffen. Wobei, das reicht auch bei der Steuerung. Ja, hier, einsammeln. Komm her. Da unten trapselt auch noch was rum. Oh, nein! Okay, das Wasser nicht. Gut. Scheiße. Sollte man wissen. Durch die... Boah! Du fiese Map, von wo? Au! Die siehst du gar nicht, die kleinen Scheißer. Jetzt klatsche ich euch ja einfach alle weg, ey. Au! Da werden wir mal so rum... Boah! Das sind Lenkraketen, ne? Mal einfach eine Attacke von oben. Was haben wir da Schönes? Munitionsnachschub. Stampfattacke! Oh, scheiße, ich bin auf den Tropf gelandet schon, ne? Oh, yes, baby! Da haben wir nochmal einen Taschenanhänger. Warte mal, wir müssen das... Ich will's anvisieren, aber es geht wieder nicht. Leider. Geht nicht. Ich krieg's nicht anvisiert. Ich muss versuchen, blind zu schießen. Nein. Ja, so. Ah, dieses Anvisieren, ne? Also, boah.
Tja, früher gab's kein Auto-Aim, ne? Hat alles so viel Ressourcen geschluckt. So. Einsammeln, einsammeln. Wir müssen auf jeden Fall da noch die Tasche suchen. So, jetzt sind wir hier oben. Schauen wir uns das mal hier von hier oben an. Wo heilt deine Tasche? Zack. Wow, wow, wow. Oh, Alter, du Affe, ey. Wo ist er? Ach, hier, aus dem Tunnel raus, ne? Ich glaube, Spinne. Alles kaputt hier. Jetzt komm. Dich habe ich gesehen. Weg mit dir. Komm her. Einsammeln. Kamera, ich sehe nichts. Gut. Ah, einfach durch die Städte gehen und einfach alles wegklatschen, ey. Gibt doch nichts Schöneres, oder? An dem Montag. Ich bin so sauer, es ist Montag. So, soll ich jetzt über die Brücke hier latschen? Ah, man kann sliden. Sehr nice. Kann ich dabei klatschen? Kann ich. Warte mal, komme ich jetzt auch nochmal auf die andere Seite? Weil ich wollte eigentlich auch... Ah, guck mal, noch ein Anhänger. Breaking News! Wir begrüßen heute den Star der beliebten Serie Puppen voller Schuppen, Buddy Finn. Buddy, wie siehst du die Brillogor-Situation? Wird er nur missverstanden? Keinesfalls. Ich hasse Brillogor. Meine Fans schließen sich diesem Monster nicht an. Er hasst alles, was Lungenschicht heilig ist. Und eine Tasche. Luft, Wasser, Familie, die Wirtschaft. Buddy, dann freust du dich bestimmt, dass die Marine nun auf das zurückgreift, wofür sie berühmt ist. Was denn? Flugzeuge. Achso. Wir freuen uns also auf Brillogors bevorstehenden Tod. Und natürlich auf ein Wiedersehen mit Buddy. Jeden Donnerstagabend um 8 hier auf LBC. Danke, lassen Sie mich noch eins hinzufügen. Wer ein Menschenkind stiehlt, sollte es sofort in die verlassene Irrenanstalt unterhalb des Sees bringen. Oh Mann, ey. Komm rein. Wir haben diese Schiffe in deinem Namen requiriert. Wir bringen sie in Position, damit du den Kochamara-Kanal überqueren kannst, um auf Kochamaras Insel den Kochamara-Turm zu zerstören. Die Sache ist die, natürlich haben wir das größte Vertrauen, dass du die Sache bald im Griff hast, Brillogor. Ja, ja. Also wir halten es, doch für das Beste, Wir haben uns entschlossen, hier auf unserem Posten zu bleiben. Bis du die Gegend von allen Feinden gesäubert hast. Jawohl. Aus versicherungstechnischen Gründen. Ja, und natürlich... Versteht sich so, ne? Freiheit. Na klar. So, jetzt halt nur das Problem, dass da von oben extrem viel geballert wird. Kann ich mal bitte von dieser Schiene runter? Alter, das war ja gerade... Kraftakt. So, die ballern da. Ja... Ein bisschen sieht man, wo sie einschlagen. Boah, da war Glück. Aber wenn wir oben sind, dann können wir sie ja eigentlich auch... Yes. Maximale Projektion erhöht. Ach echt, das geht nur bis dahin. Zack. Zack. Weg da. Scheiß Flugzeuge. Weg da! Freiheit! Freiheit! So, aber wir haben ja noch einen Endgegner, ne? Da haben wir gesagt, da ist noch so ein Riesenvieh auf mich. So, ich will auf jeden Fall da... Oh, guck mal, wie die Grafik in die Knie geht hier. Wenn du hier oben bist an den Gebäuden. Wie geil! Ja! Wie Frames sind das hier? Guck mal! Drei? Die Animation dann da oben. Geil. Ja, aber damals, Freunde. Ist so. So, mein Täschchen, bitteschön.
Da habe ich dich wieder. Kann man eigentlich nicht schneller, indem man die ganze Zeit springt? Nee, ne? So, und ich soll dann das Schiff nehmen und auf das Schiff gehen und vom Schiff dann auf den Berg rüber, ne? Verstehe ich das richtig? Meint ihr, wir schaffen das von hier unten? Nee, das... Ah, okay, okay. Das sind mehrere. So, eins. Zwei. Warte mal, hier machen wir es lieber auf Nummer sicher. Kinder, ein bisschen Angst, dass die Wichsgriffel da leider aus dem Wasser kommen. Ich kann Ihnen mitteilen, dass die elende, inkompetente Lungenfischmarine nahezu versenkt wurde. Toll gemacht, ihr Versager. Also muss jetzt Kutschamara selbst den ganzen Weg hier runterkommen, um unsere wertlose Haut zu retten. Die Behörden rufen zu einer großen Parade zu Kutschamaras Ehren auf, wenn er den lästigen Riesen Brelogor erledigt hat. Ist diese Parade groß genug, wird Kutschamara die Stadt nicht zerstören. Putzt euch häufiger die Zähne und sabbert nicht so viel. Ja. Dann bin ich mal gespannt, wenn er jetzt kommt. Monster gegen Monster. Da kommt er! Mann, er kann fliegen. Wie unfair. Das ist der quasi der Power Ranger, ja? So, ich vermute mal, wir müssen ihn angreifen lassen und dann das Schutzschild im richtigen Moment aktivieren, damit er sich verbrennt und wir dann Schaden machen können. Würde jetzt einfach nur dazu passen für die Fähigkeit. Gib auf, solange du noch kannst, Brillo. Aber wir schauen mal. Ich weiß, dass sie da drin sind, Coach. Keine Ahnung, von wo aus sie senden, aber ich finde es heraus. Und dann zeigen sie mir, was sie mit Lilly gemacht haben. Kutschamara beherrscht nicht die Sprache des Riesenmonster-Jungen. Das einzige Wort, das sie brauchen, ist Autsch. Tödlicher Dreieckstrahl! Ah, so. Wuchtige Ramme! Na, was los mit dir? Tödlicher Dreieckstrahl! Schade, sehr schön. Wuchtige Ramme! Ah, alles gut bis jetzt. Wuchtige Ramme! Au! Scheiße, das Schild war noch nicht. Wuchtige Ramme! Aua! Warum geht das Schild nicht mehr? Wuchtige Ramme! Tödlicher Dreieckstrahl! So, bitteschön. Also hat Sascha dir gezeigt, wie man seine aggressive Energie spart. Dann will ich dir mal helfen. Lass alles raus! Was? Hör auf damit! Wuchtige Ramme! Bodenversion! Wuchtige Ramme! Bodenversion! Schwer zu vermeidender Bereichsangriff! Was? Wuchtige Ramme! Aber ich find's lustig, dass er die Attacken so ankündigt. Schwer zu vermeidender Bereichsangriff! Okay, das kannst du echt nicht blocken. Wuchtige Ramme! Ey, oh, ich hasse das, wenn der in die andere Richtung geht. Okay, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wuchtige Ramme! Bodenversion! Nee, der ist unsichtbar. Okay, jetzt. Überaus komplizierte Kombination! Schwer zu vermeidender Bereichsangriff! Aman! Wuchtige Ramme! Bodenversion! Schwer zu vermeidender Bereichsangriff! So, jetzt. Wir brauchen Leben. Wuchtige Ramme! Tödlicher Dreieckstrahl! Scheiße. Wuchtige Ramme! Wuchtige Ramme! Tödlicher Dreieckstrahl! Au, ich hab gedrückt, Mann! Wuchtige
Tödliche Dreieckstrahl! Wuchtige Ramme! Überaus komplizierte Kombination! Au! Schwer zu vermeidender Bereichsangriff! Weg! Klatschen weg! Mann! Bewohner von Lungenfisch City, tut's mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Endlich! Okay, Turm, jetzt kommt Brillogor! Oh Mann, ey. So. Warte mal, ist hier noch irgendwas versteckt? Nehmen wir lieber noch ein bisschen Leben mit. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier noch weitergeht. Wir sind auch schon eigentlich über die Stunde hinaus. Aber ich vermute mal, da wir den Abschnitt bald durch haben, bringt das jetzt nichts, hier irgendwie einen Cut zu setzen und euch mit dem Cliffhanger da zu lassen. Wir ziehen das jetzt einfach durch. So, Turm. Na, jetzt kommt noch irgendwie so ein Hubschrauber wahrscheinlich oder so. Ich kann leider nicht schneller laufen, Freunde. Das tut mir leid. Ich würde es gerne. So, komm, mach's kaputt jetzt. Und da ist bestimmt Lilly drin, oder? Oh, oh. Scheiße, er lebt noch. Ah. So. Was? Wer ist das? Ich bin's, das Wesen des Geists. Hier drüben. Hinter dir. Ja. Oh. Das Wesen, dessen Geist der Böse einst versklavt hatte. Du hast meine Seele befreit und ich werde mich revanchieren. Mächtiges Menschenkind. Oh. Dann zeig mir doch, was du mit meiner Freundin Lilly gemacht hast. Beim ertränkten Geist von Oblongata. So soll es sein. Was? Okay. Wait. Wo ist Lilly? Lungenfisch. Weißt du, du bist gar nicht so hässlich, wie alle sagen. Nenne mich jetzt ruhig bei meinem wahren Namen, Rasputin. Dem Namen, den mein Volk mir gab. Und was ist das für ein Name, edle Seekreatur? Linda. Was für eine magische Dame. Linda. Ach, Linda. Oh Mann, Linda ist schon echt ein Schmuckstück. So. Ist das jetzt hier ein Dungeon? Lilly retten. Ja, liebe Freunde, dann werden wir hier auf jeden Fall erstmal einen Cut machen. Wir wollen mal speichern. Wo sind wir denn jetzt spielzeittechnisch? Spiel wird gespeichert. 3 Stunden 47, ich habe keine Ahnung. Wie lange wir sind, wie viele Abzeichen haben wir? Sehen wir die auch hier irgendwo? Bestimmt. Das Menü mag ich gar nicht, ne? Muss ich immer wieder dazu sagen. Sehe ich jetzt meine Drecksabzeichen? Zielkarten, Zielkerne, Gehirne. Wait. Bringe die Gehirne zu Agent Crawler zurück, um eine geistige Gesundheit zu erhöhen. Okay. Das sieht nach sehr viel aus.
Wo sehe ich denn meine... Ach, warte mal. Ich kann doch... Ich bin doch bescheuert. Ich würde gerne den Speck hier mal noch machen wollen. Komm. Da ist wieder dieser Ge- Ach nee, okay. Sonst gibt es nichts weiter zu berichten. Kraller Ende! Okay, also kann ich damit wirklich nur dann auch nach oben. Lillys Armband. Na gut. Naja, wir haben schon, guck mal, es fehlen an sich nur noch 4 Fähigkeiten, ne? Ja, gut läuft bis jetzt. Liebe Freunde, Dankeschön fürs Reinschalten, Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen, 1 Stunde 5 Minuten. Jetzt reicht's aber auch, 1 Stunde 6, genau jetzt. Und dann sage ich, bis dahin, haut rein, euer Sonnechi, bis nächsten Montag, ciao. Ach, Linda. Linda war schon ein Schmuckstück. Ja.